Die C-Gebiete sind die Heimat von etwa 150.000 Palästinensern. Sie schließen die von Palästinensern landwirtschaftlich genutzten Flächen sowie den Großteil der ober- und unterirdischen Wasserressourcen ein. Die Aufteilung der Westbank in A-, B- und C-Gebiete war Teil des Osloer Friedensabkommens und ursprünglich dazu gedacht, die schrittweise Übergabe von Gebieten an die neu geschaffene palästinensische Autonomiebehörde zu ermöglichen. Im Jahr 2012, bereits 19 Jahre nach Oslo, unterstehen die C-Gebiete, die 62% der Westbank ausmachen, immer noch vollständig der israelischen Kontrolle. Hier haben die palästinensischen Behörden keinerlei Vollmachten. Die Aufteilung der Machtbefugnisse wirkt sich in hohem Maße negativ auf den Alltag der Palästinenser aus. Hierdurch wird die Autorität der palästinensischen Autonomiebehörde untergraben und es entstehen große Lücken im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialsystem. Seit dem Osloer Friedensabkommen stellt Israel den Palästinensern keinerlei staatliche Leistungen mehr zur Verfügung, obwohl es gemäß internationalem Recht als Besatzungsmacht dazu verpflichtet ist. Zugleich aber hindert Israel die palästinensische Autonomiebehörde daran, in den vollständig unter israelischer Kontrolle stehenden C-Gebieten und Ostjerusalem tätig zu werden. So the political situation we have here is that we have Area C where Palestinians have no control over the area and they are pushed away out of these region which is over 60% of the West Bank out of the Area C into Area A and B, and we're trying to assist people, or our partner, Palestinian Medical Relief Society, are trying to assist people to stay where they are in Area C and not to be pushed out of their land, their houses, their villages into Area A and B, which are very densely populated enclaves where the Palestinians are pushed into by the Israeli authorities. هذا يعني المنطقة. واحنا بالنسبة يعني كل ما جتنا منها الحلالات يعني نقدر نستكر غنم في قلب بلد. بالنسبة لي ودهم يقولوني يعني آخر النهار الدولة هذه يقول لك ممنوع تبني فيها أوبة أرض للحكومة يقول لك يعني لو جيت تبني خشبية فرق مليح على طول يعني حتى مش مليح لو قد نص هذه يجي يعطي تبليغ. Die Palästinenser in den C-Gebieten befinden sich an vorderster Front im Kampf gegen die Besatzung. Israels diskriminierende Politik schlägt ihren Dörfern tiefste Wunden. Der Missbrauch äußert sich zum Beispiel in der Kontrolle sämtlicher infrastruktureller Planungen durch die israelischen Behörden. Sie hindern die palästinensischen Bewohner dieser Gebiete daran, jedwede Infrastruktur aufzubauen oder zu renovieren. Dadurch werden die Bewohner gezwungen, illegal zu bauen und zuzusehen, wie ihre Häuser wieder und wieder zerstört werden. Durch diese Art der Kontrolle der C-Gebiete versucht Israel, die dort lebenden Palästinenser zu vertreiben. Zaman
والله وزي ما بتشوف عينك هاي، احنا ان شاء الله ربنا يصندنا في ارض. يعني نتهجر هاي لثالث مره او رابع مره داخل الوطن، فالناس زهق، ملت التهجير وزهق، يعني الناس عندها استعداد لو تموت في الارض مش راح تطلع. هدوا اجت القوه علينا، طلعت من باب المستعمره واجوا علينا. شو الاولاد اللي في المراجيح قطعوهن، الحبال تاع البيوت بقى البيوت، كلن ردوا كلن على الارض. اولادنا في الشمس والله ما لا اكل ولا شرب، كل ما بنحط الخيمه البيضه هيك يركض علينا من هناك ويحطها على هولا، وبنسرد في الارضات وظلينا لمن بكره لا ثاني من يوم، واحنا والله على هيك حاطين الاولاد ونايمين هيك في الجنه. Die Bewohner der C-Gebiete leiden auch unter der Nachbarschaft der israelischen Siedlungen. Diese Siedlungen verletzen internationales Recht, das einer Besatzungsmacht die Ansiedlung ihrer eigenen Bürger im besetzten Gebiet verbietet. In der Westbank, Ostjerusalem nicht mitgezählt, leben etwa 320.000 Israelis in Siedlungen, die nach internationalem Recht illegal sind. Viele der Siedler sind bewaffnet und gehören zu fundamentalistischen jüdischen Gruppen wie Gush Emunim, B'nai Elim und Elad. Die palästinensischen Dörfer sind den Angriffen von Siedlern ausgesetzt, können aber nicht auf die Hilfe der palästinensischen Autonomiebehörde zählen. Der Jerusalem Fund berichtet, dass 2011 die Angriffe von Siedlern auf Palästinenser und ihr Eigentum ein Rekordniveau erreicht haben. Knapp 1000 Vorfälle wurden dokumentiert. Brandanschläge, Steinwürfe, Schüsse, Schläge und das Entwurzeln von Bäumen sind nur einige der Angriffe, die palästinensische Gemeinden erleiden mussten. الاحتلال الإسرائيلي بدأ بوضع لافتات مكتوب عليها منطقة أطلاق نار، بعد أن قتل واستشهد اثنين من الرعاة في هذه المنطقة من مخالفات الجيش الإسرائيلي. الخطر الحقيقي الذي يكمن في هذه التدريبات عندما يعود الأطفال والسكان إلى مضاربهم، سوف يكون هنالك مخلفات للجيش الإسرائيلي قريبا من مضاربهم. الأطفال طبعا يعبثون بهذه المخلفات، ففي الأخير طبعا هذه قضية إنسانية، هذه قضية يجب الوقوف عليها من كل المحافل الدولية والحقوقية ومؤسسات حقوق الإنسان. لأنه في مناورة واضطرونا من البيوت. والله يا عمي سكت شيء جسم هيك صغير على قدام درب الغنم، حاولت اني ابعد عن درب الغنم بس ما يعني مسكته، ودي ابعد عن درب الغنم لان درب الغنم بدها تيجي علي، خفت يعني منه مسكته بحذر بس، لكن انفجر يعني، وهذا الضرر اللي تضررت منه قطع اصابعي اربعه وما ظل الا الصغير فيهم. Der Alltag palästinensischer Kinder ist von harten Lebensbedingungen bestimmt. Wegen der ungeteerten Wege und Straßensperren kann der tägliche Schulweg länger als eine Stunde dauern. Die israelischen Restriktionen beeinflussen unvermeidbar jeden Aspekt des Alltagslebens. Das trägt zu den weit verbreiteten gesundheitlichen und sozialen Problemen in der Gemeinde bei. انا اصحى من على 5 الصبح وبمشي وبصل هناك بجوز على 7 هيك هيك، بس بصحى وبفطر وبروح وبعدين برجع احط نايل بوكيت قرطاس عرسي احمر، واحمر يبطل يمشي وانا موت من الصقعه، ما تشوف انا ايش لابس، اسمعني جات ولابس طربوش، الحين لما تموت الصقعه وتذبحني الصقعه ابطل احمر يمشي، غير اربط احمر وامشي على الرجل واغرس في الطينه والمطر عرسي واروح واحط الشنطه، مرات الشنطه تبتل، يعني كيف هذا منطق ولا مو منطق؟ فتحوا مطرح الدرب تبع الحمير، فتحوا درب هناك وصرنا من هذاك دربنا نمشي، الصبح المي بتسيل والمجاري بريحته بتقتل بتخنق الواحد، ما بقدرش واحد يتنفس الصبح بثلاث سميك، شوف ثلاث سميك بنظل مرقي، ريحته بتخنق والله ما بنقدرش نتنفس منها. حتى بدنا يبقى علينا امتحان بدنا نحفظ والله ما بنقدرش نحفظ منها ريحتها بتخنق. Die Arbeit von PMIS in den C-Gebieten ist nicht nur auf die speziellen Bedürfnisse der jeweiligen Gemeinden zugeschnitten, die von ihr unterstützt werden. Sie entstand auch aus dem übergeordneten Kontext und System, dem diese Gemeinden ausgesetzt sind. Aufgrund der israelischen Besatzung und der Fragmentierung der Westbank sind die in den C-Gebieten lebenden Palästinenser mit besonderen Restriktionen, Problemen und Mängeln konfrontiert, die auch den Zugang zu notwendigen medizinischen Dienstleistungen behindern.
Als Gesundheitsorganisation ist PMIS jeden Tag mit den physischen und psychischen Auswirkungen der Militäroperationen auf die palästinensische Bevölkerung konfrontiert. This is the curative services. We see all the patients when we go every day to a certain location. We see all the patients. We provide them with medications. And the other part of the services, the preventive services. We think that this is the very important part of the services. In the background, we see one of the marginalized Bedouin communities in Beit Hanina area. This is in E1. What we're doing here is we provide basic medical healthcare services by sending out mobile clinics in partnership with the Palestinian Medical Relief Society. We operate 4 mobile clinics in 5 districts of the West Bank, namely in District Salfit, Qalqilya, Tulkarem, E1 area and East Jerusalem, in addition to the Jordan Valley. Im Laufe der Jahre ist es PMIS gelungen, die Versorgungslücken zu identifizieren und zu schließen und hierdurch allen Palästinensern den Zugang zu hochwertiger Gesundheitsfürsorge zu ermöglichen. Well, the Palestinian Medical Relief Society tries, our partner here in Palestine, is trying to assist these people by giving them basic health services through mobile clinics, and we managed to assist Palestinian Medical Relief Society by getting monies from the German Foreign Office, and with our own monies and own donations we try then to assist Palestinian Medical Relief Society in aiding these people so that these people will not have to leave Area C and will be able to stay in their homes and will be able to have basic health services in their own communities. Die mobilen Kliniken von PMIS versorgen die Dörfer mit allem Nötigen, von der Krankenversorgung über Präventionsangebote bis hin zu Erste-Hilfe-Kursen und Gesundheitsaufklärung. Sie fahren täglich in isolierte Dörfer, um Patienten zu versorgen, Bluttests zu machen und Früherkennungsuntersuchungen durchzuführen, um Blutarmut bei Kindern sowie chronische Krankheiten festzustellen. Außerdem versuchen sie, das Bewusstsein für Gesundheitsfragen zu schärfen. PMRS used to work there for a long, long time, more than 30 years. We are providing health services for the people there. The health services are provided through mobile clinics and other health services. But the most important is the mobile clinic services, because the people are suffering from different kinds of problems. The main one is the access to primary health services. The medical first aid that we are providing with the establishment of the first aid stations is not enough to protect the communities. There are other protection needs here, which are due to the increased confrontations between Palestinians and settlers, as well as between Palestinians and the Israeli army. Settlers' violence has increased in the past couple of years significantly. So what we do is we're training, together with the Palestinian Medical Relief Society, community members in protection issues. And we also provide this training to staff of the mobile clinics. The first step here is to report incidents and then further to refer people whose rights have been violated to legal non-governmental organizations to provide legal aid to people whose rights have been violated. Durch die freundliche Unterstützung von Geldgebern wie dem Deutschen Auswärtigen Amt ist PMIS in der Lage, mit ihren mobilen Kliniken mehr als 75 Gemeinden in den C-Gebieten zu betreuen und den dort ansässigen marginalisierten Palästinensern eine medizinische Grundversorgung zu bieten. Um das Recht aller Palästinenser auf Gesundheit garantieren zu können, müssen aber erst einmal die Grundlagen in diesen Gebieten geschaffen werden. Die Weiterführung solcher Projekte, die direkt und indirekt mit Gesundheit zu tun haben, fördert wiederum das Durchhaltevermögen und die Widerstandskräfte in den vernachlässigten palästinensischen Gemeinden.